Wer hat eine Frage? Wer hat die erste Frage? Das ist immer der Eisbrecher sozusagen, aber sind alle sehr betroffen natürlich. Und bitte das Mikrofon ganz nahe zum Mund halten, gilt für alle, die Fragen stellen. Sie haben ziemlich am Anfang berichtet, wie furchtbar die Situation für die Menschen auch in Libyen ist. Und man hört aber sehr wenig, dass auch libysche Menschen flüchten. Warum? Das ist richtig. Ich muss dazu sagen, ich habe vor kurzem, wo war ich da? In Köflach, einen Libyer getroffen, der ist geflohen, einen ehemaligen Parlamentarier. Aber die Libyer flüchten derzeit, so viel ich weiß, nicht unbedingt nach Europa, aber es flüchten viele nach Ägypten zum Beispiel. Und damit sind wir vielleicht auch bei einem Punkt, den man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren sollte. Für uns schaut es im Moment so aus, als möchten alle nach Europa, aber in Wirklichkeit ist das natürlich nicht so. Der Großteil der Flüchtlinge, ganz egal wo, ist meistens in den Großregionen, wo eben diese Konflikte stattfinden, nämlich in den Nachbarländern. Und ja, und wenn wir eben bedenken, dass 60 Millionen Menschen, das ist eine Aussage von UNHCR, derzeit auf der Flucht sind, ohne dass wir jetzt Klimaflüchtlinge mit einberechnen, dann sehen wir allein schon, dass die meisten Menschen natürlich woanders sein müssen. Und wenn man bedenkt, dass in einem Land, ich habe da irrsinnigen Respekt davor, in einem Land wie im Libanon, das ist ungefähr so groß wie Oberösterreich, inzwischen über 1 Million syrische Flüchtlinge sind, dann ist mir das ehrlich gesagt völlig unvorstellbar, dass dieses Land das überhaupt noch aushält. Und ja, und wenn man vor allen Dingen auch noch bedenkt, dass ohnehin 500.000 Palästinenser seit vielen Jahren, um nicht sozusagen Jahrzehnten, auch dort lebt. Also wie gesagt, die Flüchtlingsströme richten sich natürlich auch in erster Linie Richtung Nachbarländer, Nachbarregionen. Sie haben zu Beginn gesagt, wir hätten hier schon von Italien lernen können, Gutes und Schlechtes. Was haben Sie damit gemeint oder können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Ja, ich denke mir einfach, man hätte lernen können davon, es war ganz klar, dass das ein Phänomen ist, das auch nicht aufhört, ne? Dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wir wissen alle, dass die italienische Regierung immer wieder auch um Hilfe gebeten hat. Das heißt, sozusagen gebeten hat, dass Europa, wenn wir eben ein gemeinsames Europa sind, sich dessen bewusst ist, dass wir da zusammenhalten müssen. Ich sage jetzt nur auch, zuerst waren es 120.000 Flüchtlinge, um die es gegangen ist, die sozusagen in Europa verteilt werden sollten, dann 160.000. Man hat sich schon von einiger Zeit darauf geeinigt, es ist nichts passiert. Also man hätte einmal davon lernen können, dass man einfach das Phänomen an sich ernst nimmt, dass man das nicht so abtut, als könnte man das irgendwo im Süden festhalten. Ne? Und andererseits, ja, ich glaube doch eine gute Willkommenskultur auch, trotz allem. Was man vielleicht besser machen hätte können, ist die offizielle Aufnahme. Ja, wir wissen, in Italien wird zu wenig oder wurde zu wenig registriert, aber auch da hatte man Europa um Hilfe gebeten, eben vielleicht sogar in Richtung solcher Hotspots, und das hat eben nicht funktioniert. Eine Frage: Was ist Ihrer Meinung nach die Lösung? Denn Europa und Amerika und so weiter sind ja nicht unschuldig. Wir verdienen das meiste Geld damit. Also wenn ich jetzt so eine Lösung aus dem Handgelenk schütteln könnte, ich glaube, dann würde ich irgendwie, weiß nicht was, Friedensnobelpreis bekommen oder so. Aber es gibt viele Vorschläge. Klar, ich glaube, es gibt, also die Lösung schlechthin würde heißen, die,
die Kriegshandlungen zu beenden. Klar, in dem Moment, wo ich die Fluchtursachen ausschalte, schalte ich auch natürlich den Flüchtlingsstrom aus, wenn man so will. Das würde heißen, das einzig Positive in dieser Situation ist ja jetzt, dass man sich zumindest mal intensiver mit dem Syrien-Konflikt auseinandersetzt. Weitergegangen ist bisher noch nicht wirklich etwas, aber es steht zumindest ganz oben auf der Tagesordnung. Also man müsste natürlich, klar, diese Kriegshandlungen aussetzen. Dass die westliche Welt nicht unschuldig ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Man braucht nur an den Irak denken, wo mit völlig falschen, mit angeblichen Wahrheiten dann eben Krieg geführt wurde. Die Lösung, im Endeffekt, was haben wir, ein völlig destabilisiertes Land, ähnlich in Afghanistan. Afghanistan ist bei weitem nicht befriedet. In Libyen haben wir auch eingegriffen, sprich Europa. Ja, es ist das absolute Chaos dort, das absolute Chaos. Also in dem Sinn kann es keine einzige Lösung oder keine alleinige geben, glaube ich. Ne? Außer es gelingt, sozusagen die Kriege zu stoppen. Was man sicherlich machen muss und sollte oder verstärkt machen sollte, ist, dass man natürlich die Regionen stärkt und natürlich auch schaut, dass man die Flüchtlinge in den Nachbarländern vielleicht besser halten kann. Aber das geht dann nicht, wenn die Mittel, wie das passiert ist, gekürzt werden, ne, um die Flüchtlinge zu versorgen. Das gilt aber nicht nur für den Nahen und Mittleren Osten, es gilt auch für Afrika zum Beispiel. Ne. Aber selbst wenn wir das sozusagen ausschalten, also dann würden, glaube ich, weniger Menschen kommen, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass in Zukunft aus Afrika viele, viele kommen. Das schließe ich daraus, wenn ich sozusagen eben Experten zuhöre oder auch Demografen zuhöre. Ja. Also wir müssen uns sicherlich darauf vorbereiten, dass einfach Menschen nach Europa kommen werden. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch ganz fest, dass es ist kein österreichisches Problem, kein europäisches Problem, es ist wirklich ein globales Problem. Und da finde ich es schon beschämend, dass zum Beispiel die USA eben so wenige Menschen aufnehmen auch. Ne? Zuerst hat es geheißen, ja, 10.000, jetzt ist es angeblich auf 15.000 erhöht. Ähnlich in Australien, wobei die Australier sogar den Europäern jetzt auch noch zeigen wollen, wie toll sie nicht abschotten und was wir nicht lernen könnten. Also das finde ich beschämend, während hingegen eben andere Länder ganz Großartiges leisten, siehe im Libanon, aber auch in Afrika. Also in Afrika gibt es so viele Flüchtlingslager und so viele Menschen, die auf der Flucht sind, Binnenflüchtlinge, die sind sowieso die Ärmsten, aber auch Flüchtlinge aus anderen Staaten und von denen wird kaum Notiz genommen. Also Lösung habe ich keine. Die Flüchtlinge kommen doch vorwiegend aus Ländern, die früher einmal europäische Kolonien gewesen sind. Und meine Frage ist, was tun die ehemaligen Kolonialmächte dafür, dieses Problem, diese Katastrophe zu verhindern und zu lösen? Tragen die irgendetwas bei? Das wäre ihre Verpflichtung, würde ich glauben. Ja, sehe ich auch so, aber wenn ich mir jetzt vor allen Dingen Frankreich und Großbritannien anschaue, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da viel passiert in dieser Richtung. Ganz im Gegenteil. Ne? Interessant ist ja auch, dass viele Flüchtlinge zum Beispiel auch nicht nach Frankreich wollen. Ne? England will hingegen wieder keine Migranten und keine Flüchtlinge. Also da passiert, glaube ich, wirklich wenig. Und wie gesagt, wenn wir die anderen Großmächte uns anschauen, die USA habe ich gerade gesprochen, da geschieht auch ganz wenig. Ne? Also da müssten, glaube ich, viel mehr einfach in die Pflicht genommen werden. Wie man das macht, ja, das ist höchste Politik. Aber ich bin Ihrer Meinung, weil viel ja verursacht wurde durch die Grenzziehungen, durch die Kolonialmächte, durch eine falsche Politik, durch wechselnde Allianzen, ne, die ein instabiles Klima verursacht haben und weiterhin verursachen.
hätte eine Frage, und zwar Saudi-Arabien beteiligt sich ja kaum an der Hilfe. Mhm. Haben wir hier den Eindruck? Würde ich auch so sehen, ja. Ist auch so, glaube ich. Das sehen Sie nicht warum? Falsch. Warum? Und warum wollen auch die Flüchtlinge nicht hin? Also ich glaube, das liegt einfach, das liegt auf der Hand. Ne? Erstens ist Saudi-Arabien ja ein großer Player, auch in der Großregion. Das wäre natürlich auch, da komme ich nochmal auf Ihre Frage auch zurück, man muss natürlich auch diese Regionalkräfte stärker mit einbeziehen, beziehungsweise die müssen sich stärker selbst einbringen, auch der Iran. Aber Saudi-Arabien, wie gesagt, Teil auch der Problematik. Und ja, Syrer sind ja eher westlich orientiert zum Beispiel. Ne? Und afrikanische Flüchtlinge wollen ganz sicher dort nicht hin. Die haben damit überhaupt nichts zu tun. Sie wissen auch, sie kennen sicherlich die Situation, auch die Frauenrechte. Das ist kein Land, glaube ich, wo man gerne hinflüchtet. Wenn es jetzt momentan keine Frage gibt, ich hätte eine Frage. In Europa radikalisieren wir uns immer mehr. Gerade jetzt in Oberösterreich haben wir auch erlebt, dass also die Angst der Menschen zunimmt und wir rücken mehr nach rechts, auch in Angst vor den Flüchtlingen scheinbar. Wofür fürchten wir uns eigentlich so sehr hier in Europa? Was hast du hier für einen Eindruck von deinem Heimatland? Und auf der anderen Seite begegne ich so vielen hilfsbereiten Menschen. Es ist eine unglaubliche Flut an Warmherzigkeit und Empathie vorhanden. Das stimmt wieder sehr hoffnungsvoll, aber trotzdem geht die politische Richtung und der Druck in eine andere Richtung. Na, ich glaube schon, dass diese Flüchtlingsproblematik natürlich polarisiert. Das erlebe ich schon auch immer wieder, weil auch bei so Präsentationen. Wie gesagt, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja nicht so viel in Österreich, ich lebe ja eigentlich primär in Italien, aber gerade durch diese Präsentationen habe ich auch Kontakt mit Menschen, dann kommen die Leute zu einem, erzählen einem etwas, weil sie vielleicht was am Herzen haben, und da höre ich schon oft, dass die Leute dann sagen, ja, in der eigenen Familie. Das ist ein Thema, das polarisiert. Vor kurzem hat mir auch eine Frau gesagt, ich habe jetzt einige meiner engsten Freunde verloren. Weil wir sind so konträr in dieser Frage, wir können einfach nicht mehr miteinander. Also daran sieht man schon, dass das etwas ist, was wirklich die Menschen sehr bewegt. Ja? Und vielleicht sogar mehr, das ist jetzt mein Eindruck, hier in Österreich, also diese Polarisierung, als in Italien. Nicht, dass es dort das nicht gäbe, dass es Pro und Contra gibt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das teilweise Freundschaften oder Familien fast auseinanderreißt. Wovor die Menschen Angst haben, ja, das höre ich auch immer wieder. Natürlich, man hat Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Das ist mir völlig klar. Es ist auch die Wirtschaftssituation in Österreich nicht so rosig, wie manche vorgeben wollen. Mir ist völlig bewusst, dass viele Menschen Angst haben, ihren Job zu verlieren. Ich glaube zwar, dass das meistens dann nicht die Flüchtlinge sind, die diesen Job dann vielleicht bekommen, aber ich verstehe grundsätzlich die Angst. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, eben daher auch aufklärerisch und aufklärend tätig zu sein, denn ich glaube, viele Ängste, die Menschen haben, sind oft nicht reale Ängste, also die kann man, glaube ich, auch nehmen. Ein anderes Argument, was ich schon auch immer wieder höre natürlich und ist natürlich etwas, was man sich durchaus auch als Problem stellen darf, das sind ja unsere Werte. Ne? Wir verlieren dann unsere Werte. Ich glaube zwar nicht, dass wir unsere Werte verlieren, was mich persönlich immer etwas verblüfft bei diesen Diskussionen, dass die jetzt eigentlich so danach schreien, dass das christliche Abendland sozusagen in Gefahr sein könnte, ja, genau die sind, die eigentlich antiklerikal sind und mit Christentum wenig am Hut haben. Ja. Das finde ich etwas verblüffend, um nicht zu sagen eigenartig. Dass wir natürlich, würde ich sagen, unsere demokratischen
Werte deswegen nicht aufgeben dürfen, würde ich sagen, ja, das ist ganz natürlich, auch die Stellung der Frau. Ja, Frauenrechte, das ist etwas, was Teil unserer Gesellschaften ist. Aber ich sehe ehrlich gesagt auch die Gefahr nicht. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja, bevor ich nach Italien als Korrespondentin ging, ich habe ja auch etliche Jahre in der Abteilung Religion des ORF gearbeitet und natürlich dadurch immer mit verschiedenen Religionsvertretern auch zu tun gehabt und war im Zuge dessen auch in vielen afrikanischen Ländern immer im Umkreis von humanitären Katastrophen. Ich habe also auch viele Flüchtlingsproblematik dort kennengelernt, oft auch Konflikte, wenn man so will, sogenannte Religionskonflikte, die da meistens keine waren, sondern einfach handfeste ökonomische Ursachen hatten. Aber ich kann mich erinnern, dass der damalige Vorsitzende auch der islamischen Glaubensgemeinschaft immer gesagt hat, ja, auch das gilt für seine Leute, die müssen die Rechte, die Rechte und Pflichten in diesem Land, in diesem Staat anerkennen. Also, und ich glaube, das ist die Grundlage. Und manchmal muss man Menschen natürlich auch etwas Zeit geben, ne? Dass sie sich sozusagen auch einleben, aber ich sehe die Werte unseres Abendlandes persönlich gesehen noch nicht in Gefahr oder zumindest nicht durch diese Menschen in Gefahr. Jetzt geht es da drüben los. Ja. Frau Schwabmeiter, wie schätzen Sie die Situation ein? Glauben Sie, dass in naher Zukunft eine europäische Verfassung gibt, weil derzeit ist ja die Situation so, dass man es gesetzlich nicht durchsetzen kann. Und was können Sie dazu sagen zu der mangelnden Solidarität wie Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn und so weiter? Was sagen Sie dazu? Also mit dem Letzteren zu beginnen, ich finde das ehrlich gesagt einen Skandal. Also furchtbar diese mangelnde Solidarität innerhalb Europas. Ich finde, da müsste man viel härter durchgreifen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ob es eine Verfassung geben wird, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß nur, was ich glaube, was es geben sollte auch. Das ist eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik. Ja, das ist etwas, was diese Union braucht, um eben bestehen zu können. Also ich selber bin eine überzeugte Europäerin, aber im Moment finde ich ganz furchtbar, was da alles vor allen Dingen nicht passiert. Ja. Und irgendwie würde ich sagen, nicht verständlich, weil man hinkt immer hinten nach. Und da müsste wirklich etwas geschehen. Aber fragen Sie mich nicht, wie. Diese Lösung habe ich auch nicht. Gewaltanwendung im Namen Gottes ist für mich die größte Perversion der Religion. Was haben Sie für einen Eindruck, dass trotzdem junge Leute aus unseren Breitengraden sich dafür entscheiden, zu IS zu gehen? Und eine zweite Frage, kennen Sie die Situation im Iran? Wir haben in der Pfarre ein iranisches Ehepaar, das aus religiösen Gründen geflohen ist, wollten Christen werden. Nach 1,5 Jahren Katechumenat in einem Monat werden sie getauft. Ist dieser schiitische Staat, islamische Staat einfach so gegen jede Toleranz der Religion? Also jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich keine Iran-Expertin, also bitte mich da jetzt nicht falsch zu verstehen, aber ich kann Ihnen meine wenigen Erfahrungen, die ich sozusagen aus zweiter Hand habe, mitteilen. Eine meiner besten Freundinnen ist Perserin, wie sie selber sagt, und sie ist damals geflohen, also nach Khomeini, mit ihrer jungen, also sie selber noch ganz jung, mit einem Baby, auch ganz klassisch, grüne Grenze, damals nach Österreich lebt, also heute in Österreich ganz normal, ganz legal seit langer Zeit und fühlt sich auch als Österreicherin. Und von ihr weiß ich einiges oder habe immer wieder etwas gehört. Ich war vergangenen Freitag eben auch mit diesem Thema, war ich in Basel, da gibt es die Buch Basel oder gab es die Buch Basel im Moment und da war ich eingeladen dann zu einer Diskussion, das heißt die Integrationsbeauftragte mit mir sozusagen der Stadt Basel am Podium und vorher hatte man uns einen Film gezeigt, den ein iranisch-schweizerischer
Regisseur gedreht hatte. Da ging es um 6 Iraner, die faktisch in Griechenland, ich nehme an, die Stadt, das war nicht klar, aber es musste Athen sein, in Griechenland gelandet sind. Und das war so eine Innensicht dieser 6 Männer. Es war sehr spannend und sehr interessant, weil da vieles, was dort aufgezeigt wurde in dem Film, ich in irgendeiner Form auch immer wieder da erlebe, also mit meinen Flüchtlingsgeschichten. Und wie ich dann, weil ich dieses Wieselburg heute schon erwähnt habe, in diesem Transitlager war, das war leer zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, weil die nächsten Busse erst um 22 Uhr gekommen werden, aber es waren 2 Frauen dort. Ne? Und ich möchte mich mit denen unterhalten. Also zuerst dachte ich, sie waren Schwestern, nein, es waren Mutter und Tochter. Und sie kamen aus dem Iran, ja? Sprachen leidlich Englisch. Und das Witzige war, dass die mir dann sagen, wohin wollt ihr? Sie wollten nach Basel. Das war ein echter Zufall, weil ich ja gerade aus Basel kam. Und ich sage, wieso nach Basel? Ja, weil dort die Schwester von der Mutter eben lebt und arbeitet dort als Gynäkologin. Also man sieht schon, also eine Familie, also auch durchaus mit einem gewissen Bildungshintergrund. Und dann habe ich gesagt, warum geht ihr weg? Was ist die Ursache für eure Flucht? Dann haben sie gesagt, ja, sie sind Christen. Also sie zwei sind Christinnen. Und es war für sie halt einfach irgendwie nicht mehr erträglich, dort zu leben. Von meiner Freundin weiß ich, dass in den vergangenen Jahren immer wieder christliche Familien eben den Iran verlassen haben. Wer sich's leisten konnte, hat versucht, in die USA zu gehen. Also das ist offensichtlich schwierig. Und eine Mitarbeiterin von mir derzeit, von der weiß ich auch, dass es, die auch immer wieder Kontakte mal hat, dass es gerade auf den ländlichen oder im ländlichen Bereich oft noch sehr schwierig ist, weniger in den Städten, aber auch für muslimische Frauen, also sehr hart, wenn du sozusagen gegen Regeln verstößt, sei es, dass du das Kopftuch irgendwie anders trägst oder so. Und man hat mir auch von Säureattentaten erzählt, also bestimmt keine einfache Situation. Ja. Warum Menschen von uns weggehen? Mir persönlich, um sich so zu, dem IS, nehme ich wohl an, meinen Sie, anzuschließen, ist mir überhaupt nicht nachvollziehbar, aber Faktum ist, dass sozusagen Europa viele IS-Kämpfer geliefert hat. Ne? Junge Menschen, die offensichtlich dort ein Ideal vorfinden. Aber wie gesagt, für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich kann Ihnen da keine Antwort geben, wie so etwas passieren kann. Es ist ein Faktum, dass Europa sozusagen da einiges exportiert hat und man schon das Gefühl hat, dass wir vielleicht mehr dorthin geliefert haben an IS-Kämpfern als umgekehrt, ja, solche nach Europa gekommen sind. Ich möchte noch gerne einmal nach Italien kommen und meine Frage ist, wie sieht es der Süden, ja, der Bevölkerung mit den Flüchtlingen, wie sieht das Rom bis Toskana und dann der reiche Norden eigentlich, diese Flüchtlingsproblematik, wird das auch beschrieben? Also die Flüchtlingsproblematik betrifft ganz Italien natürlich auch in einer gewissen Form, aber eines ist schon interessant, dass der durchaus ärmere Süden, das ist ein Faktum, ne? Das ist kein Klischee, aber das ist ein Faktum. Der ärmere Süden ist großzügiger und geht besser mit diesem Phänomen um. Und ich glaube, das sollte zu denken geben, als der durchaus sehr reiche Norden. Also wenn man die Lombardei sich vorstellt, das ist eine der Lokomotiven Europas. Wir wissen schon, Italien kommt gerade aus Jahren der Krise heraus. Also das war alles an wirtschaftlichen Krise, alles andere ist einfach. Aber trotzdem gibt es auch diese Unterschiede. Und für mich war auch ganz interessant zu sehen, das haben eben NGOs oder eben UNHCR auch angedacht, eine Art Regelung innerhalb Italiens, die dann
wenn man will, eine Art Quotenregelung, die ganz ähnlich der Regelung war, die dann später Juncker sozusagen präsentiert hat, sodass man die Verteilung der Flüchtlinge vornimmt unter Berücksichtigung gewisser Parameter, dass man eben schaut, wie viele sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge sind bereits in einer Region, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit, wie hoch ist das Pro-Kopf-Einkommen und, und. Aber in Italien kommt halt auch noch dazu, dass viele Menschen auch ja, durchaus unerfasst, vor allen Dingen Afrikaner, leben, vor allen Dingen im Süden, teilweise auch unter sehr schwierigen Bedingungen, muss man sagen, weil das sind dann diejenigen, die auch auf den Plantagen arbeiten. Und wie gesagt, nicht alle, die sie anstellen, sind natürlich Sklavenhalter, aber es gibt auch solche, die sie wirklich wie Sklaven halten, die ja, leben wie, ich weiß nicht, ich gehöre noch zu einer Generation, mir ist Onkel Toms Hütte ein Begriff. Also da kommen einem solche Bilder sozusagen vor das geistige Auge. Da hinten, glaube ich. So, durch das Licht sieht man nicht wirklich. Ich hätte nur eine Frage, wie Sie erst gesagt haben, von der EU. Ich glaube, das ist ja die Katastrophe, dass da mehr oder weniger überhaupt nichts passiert, nichts geschieht, sondern nur reine Uneinigkeit ja praktisch da ist. Und das war ja eigentlich meiner Meinung nach der Sinn, den die EU praktisch hätte, dass da eben große Probleme gelöst werden und nicht kleine Probleme. Ich sage jetzt zum Beispiel Wirtschaftsboykott mit Russland. Das hat uns ja, glaube ich, selber mehr geschadet als wie wahrscheinlich den Russen selber. Und da ist wieder das Gleiche. Und Amerika, glaube ich, ist gar nicht so uninteressiert, wenn sie Europa da vielleicht ein bisschen destabilisiert, weil ja mehr oder weniger da ja sowieso auch wirtschaftlich viel, glaube ich, dranhängt. Und zum Schluss möchte ich nur sagen, das mit dem Krieg, das finde ich natürlich auch das Ideale, wenn man das lösen könnte dort. Aber das wird sicher nicht sein. Das wird man sicher nicht zusammenbringen können, weil da so viel Lobbyismus dahinter steckt. Also ich glaube, das ist unlösbar. Man muss wirklich auf eine andere humanitäre Art und Weise lösen können. Danke. Sie sind mir jetzt nicht böse, wenn ich Ihnen ganz kurz antworte. Ich gebe Ihnen in beiden Dingen recht. Und was eine humanitäre Lösung anbelangt, ja, selbst unser Maurer Costantino, der, wie er selber sagt, ein ganz einfacher Mensch ist, hat ja den Mut gefunden, dem damaligen Ministerpräsidenten Letta, der war halt damals gerade im Amt, einen Brief zu schreiben und einen humanitären Korridor zu verlangen. Ich selber war heuer im Mai in Marokko, also als Journalistin, habe dort interessanterweise die italienischen, also die evangelischen Kirchen, vor allem die Valdenser sind das, eine kleine, sehr aktive Gemeinde, begleitet, die mit der Basisgemeinschaft Sant'Egidio versucht haben, eben das Konzept humanitäre Visa umzusetzen. Und hatten sich sozusagen Marokko ausgesucht als sicheres Land, eben nicht Tunesien, weil dort mehr oder zu viel schon passiert ist. Und die marokkanischen Behörden waren durchaus da nicht abgeneigt, diese Idee zu unterstützen, auch UNHCR und so weiter. Aber es war halt sehr, sehr schwierig, das dann umzusetzen. Noch einmal für die vielleicht jetzt nicht so damit vertraut sind. Also humanitäre Visa kann man ausstellen. Hätte auch Österreich ausstellen können. Italien hat das auch immer wieder gemacht. Das heißt, man stellt einfach relativ kurz und bündig ein Visum aus, wenn man sieht, dass eben, das sind vulnerable Personen, ne? Eben Menschen, die aus Kriegssituationen kommen. Und da gibt es ganze Listen, die hat auch der UNHCR, also ganz konkrete Listen. Alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, Kinder und so weiter. Also da hätte man schon etwas tun können, aber auch das wurde nicht wirklich gemacht, ne? Ich hätte noch eine Frage, das nicht zum Thema heute ist, sondern über den Vatikan. Es ist in der vergangenen Woche ein Buch herausgekommen, wieder bei einer großen Pressekonferenz. Sie sind Insider,
Kenntnisse vom Vatikan. Sie haben auch Insiderkenntnisse von der Mafia. Sie haben ein tolles, interessantes Buch geschrieben, Die Frauen in der Mafia. Wie sehen Sie diese Verbindung Mafia und Vatikan nach den Vorgängen der vergangenen Woche? Also ich glaube, da müsste man einen zweiten Abend anhängen. Das geht jetzt nicht ganz so schnell. Also ganz kurz zu dem Buch, ohne meinem Journalistenkollegen da um Gottes Willen irgendetwas nehmen zu wollen. Also ein Großteil der Vorwürfe, die da drinnen sind, oder ein Großteil der Geschichten sind tatsächlich Geschichten, die man schon teilweise auch kannte, natürlich nicht im Detail kannte. Die Dokumente, mit denen er es belegt hat, sind vielleicht nicht bekannt, oder auch, dass es Tonmitschnitte gibt, das alles nicht. Und vieles ist auch sozusagen schon bereinigt, wenn man so will. Aber Faktum ist, dass es natürlich auch sehr viel noch zu tun gibt. Ne? Vor allen Dingen, weil es geht... Da geht es um verschiedene Aspekte. Einerseits die Vatikanbank, andererseits diese Güterverwaltung, um die es vorwiegend in dem Buch geht von Gianluigi Nuzzi. Im Bereich der Bank ist sehr viel gemacht worden, aber ganz sicher ist da noch sehr viel offen. Aber er bezieht sich in seinem Buch auch noch darüber hinaus auf einfach auch auf die Verschwendungssucht etlicher Persönlichkeiten im Vatikan, was natürlich krass im Gegensatz zu dem steht, was der Papst selber lebt. Aber auch das sind Dinge, die in letzter Konsequenz schon irgendwie bekannt waren. Aber er hat vieles zusammengetragen, er hat vieles zugespitzt, und es ist wie immer, wenn es um den Vatikan geht, also ein brisantes und sehr interessantes Buch letztlich geworden. Aber wie gesagt, wenn wir das alles genau anschauen möchten, da müsste man wirklich lange darüber reden. Ja. Ich glaube, da war auch noch... Ich hätte noch eine Frage, was die Probleme sind der Identifikation. Wenn es jetzt darum geht, geordnete Flüchtlingsströme oder geordnete Aufnahmen zu organisieren, was ist hier das große Problem, sich zu identifizieren? Ja, Sie wissen, es gibt ja die Idee der Hotspots, die sogenannten Hotspots. Da gibt es einen halt inzwischen in Italien. Ja, ich bin schon der Meinung, dass man die Flüchtlinge registrieren sollte. Wie das zeitweise Praxis war in Italien, ist sicherlich nicht der Idealfall. Ich glaube, die Flüchtlinge wehren sich auch dann nicht, wenn man ihnen die Angst nimmt, irgendwo zu landen, wo sie gar nicht wollen, oder auch die Angst nimmt, zurückgeschoben zu werden. Aber klar, es braucht eine Registrierung. Es können nicht einfach völlig... können nicht zigtausende oder hunderttausende Menschen hereinkommen, von denen wir nichts wissen, letztlich nichts Konkretes. Warum es in der Praxis so wenig funktioniert, ich weiß es nicht. Ne? Man kann natürlich immer viel kritisieren, das kommt einem ganz spontan. Es gibt viele Dinge, die ich in diesem Zusammenhang nicht verstehe. Ich verstehe auch nicht zum Beispiel, jetzt konkret auf Österreich bezogen, ich habe in so vielen Gemeinden, und das nicht nur jetzt, sondern auch vorher schon gehört, so viele Menschen wollten helfen, so viele Menschen wollten Raum zur Verfügung stellen, Wohnungen oder Pfarren, ihre Räumlichkeiten, wer auch immer. Und es ging nicht. Ne? Mir haben konkret Leute erzählt, ganz frustriert, haben gesagt, ja, da ist in unserem Haus der erste Stock, da haben meine Kinder vorher gewohnt, die sind ausgezogen, wir haben es ein bisschen hergerichtet, und wir dürfen keine Flüchtlinge aufnehmen, weil das nicht den Sicherheitsstandards entspricht. Ja, es wird lächerlich, er sagt, für meine Kinder war es gut genug, jetzt darf ich das nicht machen. Also da passieren so viele Dinge, die irgendwie auch mit Hausverstand nicht nachvollziehbar sind. Ich wollte dazu noch nur eines sagen. Ich finde es beschämend, wie unsere Regierung, dass die mit der Flüchtlingssituation überhaupt nicht umgehen kann. Es werden Flüchtlinge an der Grenze einfach in Busse gepfercht, nach Deutschland an die Grenze gebracht, rausgeladen mitten in der Nacht, und die müssen dann von selber über die Grenze gehen,
bei uns wird nichts gemacht. Bei uns wird nur gedacht, dass wir Grenzzäune wieder machen. Also, es ist furchtbar. Naja, im Grunde genommen, wie ich schon anfangs auch meinte, die Situationen ähneln einander oft oder sozusagen ja, werden wiederholt, weil den Italienern hat man ja auch irgendwie vorgeworfen, die haben die zwar nicht durchgewinkt, aber sie haben sie ja ziehen lassen. Ne? Hier sagt man jetzt, sie werden durchgewinkt, also man sieht schon die Hilflosigkeit immer. Darum meine ich, wenn man vielleicht das vorher sich genau angeschaut hätte, hätte man irgendwie Konsequenzen draus ziehen können, aber tut man offensichtlich nicht. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, ja, 80.000, 85.000 Asylanträge erwartet man sich sozusagen in diesem Jahr. Ja, sind viele, klar, die müssen auch behandelt werden, aber noch einmal zurückgehend auf die Bevölkerungsstrukturen, wenn wir auf Europa schauen, wir sind, ich glaube, 520 Millionen, aber so um den Dreh herum. Und man sagt immer sozusagen 1%, das ist ja nicht viel, wenn man aufnimmt. Ne? 1% wären dann, ja, wären ungefähr um die 5 Millionen. Ne? Da sind wir noch weit entfernt von diesen Zahlen. Und ich glaub auch ehrlich gesagt, auch die Zahlen jetzt, drum finde ich das irgendwie auch so teilweise frustrierend und auch erschütternd, weil ich glaube, man spielt da teilweise, oder spielen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber trotzdem, man bedient die Ängste der Bevölkerung mit diesen Zahlen. Die sind meines Erachtens jetzt schon noch bewältigbar. Mir ist völlig klar, wenn das natürlich in der Intensität weitergeht, über viele Jahre, schaut das anders aus. Aber im Moment sprechen wir noch von etwas, was, glaube ich, wirklich bewältigbar sein muss. Und vielleicht denkt sich jetzt irgendwer, woher hat sie das oder wieso sagt sie das? Also ich hab mich auch im Rahmen dieser Geschichte, aber auch unabhängig davon, halt im Rahmen meines Jobs in letzter Zeit auch hin und wieder eben mit Demografen befasst, unter anderem auch Interview gemacht mit einem italienischen Demografen, der steht mit seiner Ansicht da ja nicht allein da, das deckt sich ja mit anderen Kollegen. Und die Demografen sind alle der Meinung, also im Gegenteil, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, ich sage nicht einmal ausbauen, halten wollen, wir als Europäer brauchen wir Zuzug. Ja? Und im konkreten Fall, das ist, der Mann heißt Livi Bacci, ist ein inzwischen emeritierter Universitätsprofessor aus Florenz. Ich finde, er hat da ein sehr nettes Bild auch gezeichnet in dem Interview, in dem er sagte, ja, Völkerwanderung oder die Bewegung, Wanderungsbewegungen, das ist etwas ganz Normales. Ne? Und er hat dann gesagt, wäre der Homo sapiens, hätte der nicht beschlossen auszuwandern, säßen wir alle nicht hier. Ne? Und ich finde, das hat etwas, dem kann man nicht widersprechen. Ja. In diesem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage. Blicken wir vielleicht 30 Jahre nach vorne, wird dann die Frau Merkel als weitsichtig eingeschätzt werden, dass sie gesagt hat, kommt und vor euch auch jetzt eine, nicht nur wir schaffen das, sondern jetzt wir machen das auch. Was sagen Sie da dazu? Ich würde sagen, ich wünsche es mir. Ob es so sein wird, ich habe auch keine Kristallkugel, aber ich wünsche es mir. Ich möchte auch dazu sagen, dass viel Hoffnung besteht. Ich arbeite mit in der Caritas in Salzburg am Bahnhof und es ist fantastisch, wie die Leute mitarbeiten. Mhm. Also es ist beglückend eigentlich. Mhm. Also ich denke, die Krise hat nicht nur Probleme, sondern es führt die Menschen auch in unseren saturierten Stadt wieder ein bisschen mehr zusammen. Das glaube ich schon. Ich hoffe es. Ja. Ich wünsche es. Wie schätzen Sie denn bitte das Risiko ein, dass sich die Flüchtlinge irgendwann einmal bei uns organisieren, sei es jetzt aus eigenem heraus oder mit ideologischer Rückendeckung durch irgendwelche Organisationen in ihren Heimatländern, um die Ziele, die ihnen vorgeschwebt sind, doch noch zu erreichen, was ja nicht so leicht sein dürfte bei uns? Was meinen Sie, Verzeihung, jetzt mit sich organisieren, in welcher Richtung?
Negativ natürlich. Ja, ja, aber glauben Sie im Sinne von Terrororganisationen, ja, oder? Nicht unbedingt, nicht ja. unbedingt. Ja. Eine soziale Gruppe. Ich sage nur die grauen Wölfe der Türken zum Beispiel. Ja. Das Schlagwort passt ja. vielleicht nicht ganz. Gut, da, ich weiß schon, was Sie meinen. Aber da wäre natürlich etwas gefragt, was nicht, leider nicht immer funktioniert hat, aber das nennt sich Integration. Ne? Und die Integration muss halt von beiden Seiten funktionieren. Also man muss den Menschen auch die Möglichkeit geben, sich zu integrieren. Da haben wir verschiedene Beispiele, nicht nur in Österreich, aber auch in Europa. Und ich glaube, also wenn ich kann jetzt nur wieder auf die Menschen zurückkommen, die ich getroffen habe, und das waren nicht zu wenige, also bei denen hatte ich alle das Gefühl, abgesehen davon, dass sie sich gerne integrieren würden, weil die wollen tun, die wollen arbeiten, die wollen was tun, die wollen etwas beitragen, die wollen ja ein besseres Leben. Und das Nächste ist, dass natürlich viele von denen, das ist wie gesagt meine bescheidene Erfahrung, würden dann auch gern wieder zurück. Das ist ja nicht so, dass die unbedingt nur da in Europa sein wollen, sondern die wären am liebsten schon in ihrem Land, in ihrem Zuhause, sofern es möglich ist, dort zu leben. Also halbwegs sicher und mit einem gewissen Wohlstand. Ja. Also ich sehe die Gefahr, dass sich da jetzt sofort antieuropäische Gruppierungen bilden, nicht so groß. Allerdings, glaube ich, muss man, das ist auch die Pflicht eines Staates, muss man die Leute eben, man muss ihnen die Möglichkeit geben, sich zu integrieren. Ne? Das war ein sehr gutes Stichwort jetzt. Ich wollte nämlich fragen, beziehungsweise ich habe gehört, ich war sehr überrascht, dass Hunderte oder fast Tausende schon wieder auf dem Rückweg sind. Gerade in Aleppo, habe ich gehört, wollen täglich Hunderte über die Grenze zurück bereits wieder, um wieder dort in ihrer alten Heimat sich anzusiedeln. Ist das jetzt ein Trend, den man verstärkt schon wieder feststellt oder gab es das eh die ganze Zeit? Oder vielleicht hat der Herr El-Gohari da auch verstärkt die Wahrnehmung auch? Also ich kann nur, weil ich zufällig vorher eine Freundin von mir erwähnt habe, die aus, das ist ein Beispiel aus der Vergangenheit, die mit ihrem Mann nach Österreich geflüchtet ist, also nach dem Sturz des Schah-Regimes. Jetzt ist Österreich ein gesichertes Land, wo man sich also integrieren kann, also im konkreten Fall war es so. Trotzdem hat es zum Beispiel ihr Mann nicht geschafft. Der hat sich nicht eingefunden und ist zurückgegangen. Also da ist auch die Ehe zerbrochen. Der ist zurückgegangen, trotz allem in den Iran. Das ist sozusagen ein Beispiel aus der Vergangenheit, aus meiner Nähe sozusagen. Es gibt Flüchtlinge, die sind wider Willen hier. Ich habe einen Mann, einen jungen Afrikaner, eine Zeit lang begleitet. Ich habe ihn leider aus den Augen verloren. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Aber der ist geflohen aus seinem Heimatland in Nigeria, Ghana. Also eigentlich aus Ghana, aber halb Nigerianer. Und ist durch die Sahara geflohen nach Libyen, um sich dort ein Leben aufzubauen, wie er sich dachte. Und sein einziger Wunsch war, in Libyen zu arbeiten und seine Mutter nachzuholen. Dann gab es diese Militäroperation. Libyen wurde angegriffen und dann kamen die Schiffe der Europäer, Amerikaner, Kanadier und sonst von jemandem an die Küste, haben alle ihre Staatsbürger abgeholt und die Schwarzafrikaner, die blieben dort über. Ja? Und dann ist er von irgendwelchen Freunden faktisch auf ein Flüchtlingsboot gezerrt worden und fand sich mit 30 Leichnamen an Bord, letztlich in Lampedusa wieder. Und war dann in Italien und wollte dort nie hin. Ja. Möchte gerne zurück, aber wirklich in sein Land kann er auch wirklich nicht zurück. Also wir dürfen nicht immer glauben, das sind alle Hurra, Hurra, wir wollen ja nur nach Europa und da wollen wir bleiben. Und dass Menschen oft einfach auch vielleicht die Geduld verlieren, aber vor allen Dingen sind Menschen, die sind ja oft schwerst, fast alle sind schwerst traumatisiert und auch oft schwer depressiv. Und wenn man sich vorstellt, du sitzt vielleicht auch schon inzwischen jahrelang in einem Lager, ja, kann ich mir vorstellen, dass man auch sagt, es geht mir hier schlecht, es geht mir dort schlecht, dort bin ich zumindest zu Hause. Ja. Das ist zwar
schwer verständlich, wenn man sagt, man geht in vielleicht sogar in ein Land zurück, wo Krieg herrscht, aber letztlich nicht ganz unverständlich. Einen richtigen Trend sehe ich nicht, aber da bin ich auch zu wenig involviert, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich weiß, dass es das immer wieder gibt. Ja. Sie schauen so skeptisch. Ja, ich würde sagen, da gibt es noch eine Frage und dann glaube ich, die Frau Schwabeneder bleibt uns ja noch erhalten. Sie bleibt noch hier auf der Bühne und wird Bücher signieren und persönliche Fragen beantworten. Das ist noch die letzte Frage. Ein hoher Prozentsatz der Syrer haben Anrecht auf Asyl. Es gibt aber die Diskrepanz, dass sie nicht legal nach Europa kommen können. Wie sehen Sie die Chancen, dass sich da in nächster Zeit einmal was ändert, dass die legal einreisen können? Dann können sie um 600 Euro einen Flieger besteigen und müssen nicht 15.000 Euro für Schlepper ausgeben. Ja, das ist genau der Punkt. Und da gibt es ja seit Jahren, muss man inzwischen sagen, Forderungen eben von vielen Organisationen und ich zitiere noch einmal UNHCR, aber nicht nur, also von der Caritas angefangen, weil die heute schon zitiert worden ist, von Sant'Egidio und. Ganz wichtig wäre den Menschen, die im Anrecht haben, und das sind zum Beispiel Syrer in großem Ausmaß, die Möglichkeit, ganz wichtig wäre die Möglichkeit des legalen Zugangs zu geben, ne? Aus mehreren Gründen, eben wie Sie gerade indirekt angedeutet haben, damit würde man eigentlich den Schleppern das Handwerk legen, ne? Weil so pervers es klingt, aber die Schlepper, die die fast immer Kriminelle sind, ich spreche jetzt nicht von diesen ganz kleinen Fischen, die jetzt sozusagen, ich unterscheide zwischen Fluchthilfe und Schlepperwesen, das sind fast immer Kriminelle und in vielen Fällen, speziell wenn man vom Mittelmeer spricht, von der Mittelmeerroute, ich würde sagen, sind das Mörder, weil die nehmen oft wirklich ganz bewusst in Kauf, dass die Leute untergehen. Ja. Wenn jetzt Boote sozusagen entdeckt werden, es gibt so einen Schwarzmarkt, den die italienischen Behörden vor kurzem entdeckt haben, in Tunesien an der Grenze zu Libyen, da werden Boote zusammengezimmert, die dann aufs Meer geschickt werden, die halten das 15, 20 Seemeilen aus und dann gehen die unter, das ist impliziert. Also es sind Mörder, wenn die da Menschen losschicken. Und um das zu vermeiden, müsste man den Menschen einen legalen Zugang ermöglichen. Ja? Und damit, wie gesagt, hätte man den Schleppern auch das Handwerk gelegt, denn so sind sie halt trotz aller, wie gesagt, Perversion, trotz allem Wahnsinn, die einzigen, die irgendwie den Leuten sozusagen die Möglichkeit geben, ihre Reise der Hoffnung, wie sie sie selber nennen, anzutreten. Also der legale Zugang wäre das Allerwichtigste. Ja. Es gibt auch in Italien, weil ich das zuerst angeschnitten habe, also diese mit den humanitären Visa, da überlegt man auch schon weiter, aber wie gesagt, es gibt in Italien keinen Kirchenbeitrag, so wie es in Österreich oder in Deutschland der Fall ist, sondern das läuft anders ab. Da gibt es dieses Otto per Mille, da wird einem dann bei der Steuererklärung kann man dann also sagen, wem man diesen Promillsatz sozusagen geben will und das muss nicht die Kirche sein. Ich glaube, nur wenn man nichts hineinschreibt, dann kriegt es die katholische Kirche, aber man kann auch Ärzte ohne Grenzen oder verschiedenste Organisationen hinschreiben, die das bekommen. Und da gab es jetzt die Anregung, dass man zum Beispiel dieses Otto per Mille dafür verwendet, dass man eben Flieger also chartert, damit eben die Menschen ganz legal ein Flugzeug besteigen und sie ganz legal in das Land kommen und sie nicht riskieren, irgendwie auf so einen Kutter, der nicht seetauglich ist, steigen zu müssen. Ja, ich würde sagen, wir bedanken uns jetzt einmal sehr, sehr herzlich für diese ausführliche Beantwortung.